Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play South Park with Stick of... Hau ab! Ich habe hier mein Intro. Zurück bei South Park with Stick of Truth, dem Let's Play von mir, eurem Vogel. Und wir kämpfen jetzt gegen diesen Nazi-Zombie. I'm over it. Und das machen wir am besten... ja, so. Greif ja mehrere in einer Reihe ein, das ist immer noch ziemlich cool. Und Stan kann sich dann um die andere Nazi-Katze kämpfen. Kümmern. Nazi-Zombie-Katze. Das habe ich überlebt. Und dann verpasse ich dieser Katze den letzten Schlag. Nazi-Zombie-Katzen. Ja, warum nicht? Sollte jedes gute Spiel haben. Und der ist tot. Schweine, wenn man auch immer noch. Was haben wir denn zu tun? Das ist eine neue Session. Ich muss einfach mal wieder reinkommen und da mal gucken. Finden wir wahrscheinlich in Kanada. In die Schule weiß ich nicht, ob ich da jetzt gerade reinkomme. Müssen wir gucken. Farmer Bill. Auf der Farm habe ich ja irgendwie nicht gefunden und betritt Mr. Mackey's U-Store und gibt seinen Monitor ab. Ah ja, das könnten wir doch mal machen. Ich bin beim letzten Mal ja nur da wo ich gerade bin, hin schnell gereist, um zu speichern. Ich glaube, ich war schon beim U-Storage. Sind da jetzt auch Nazi-Zombies? Natürlich. An jedem Tag! Das ist super mit diesen Sprachdateien. Ich finde das super. Das ist einfach genau mein Humor und genau der Humor, für den ich halt South Park auch liebe. Für den so viele South Park lieben. Dass ich hier die dritte nicht geblockt bekomme, ist trotzdem blöd. Hau ab! Wirklich stark sind sie zum Glück nicht. Level 11. Können wir mal gucken, ob wir... Damit haben wir hier einen neuen Punkt, dann können wir das erstmal aufstampfen. Level verursacht Zusatzschaden abhängig von deiner Rüstung. Das wollte ich machen. Weiteres kann ich eh nicht ableveln. Ich habe die Punkte eigentlich auch über, weil ich kriege ja jetzt pro Level auch weiterhin einen Punkt. Und den kann ich dann jedes Mal direkt hier reinstopfen. Das heißt, den einen Punkt könnte ich noch ausgeben. Das habe ich manchmal benutzt, das habe ich halt noch nie benutzt. Dann würde ich sagen, hier einen Punkt noch rein. Vorurteile fehlen uns 14, Freunde. Lächerlich. Was ist das? Fügt bei perfekten Angriffen 50 Frostschaden hinzu. Das ist eigentlich echt gut. Habe ich irgendwas, was erst ab Level 11 verfügbar ist? Was ich vorher halt noch nicht angeguckt habe? Nö, hier nicht. Was haben wir hier gerade drin? Wehrt 20% mehr Schaden ab, wenn du blockst. Das würde ich ganz gern eigentlich drin behalten. Ah, dieses Frostding hat mich gerade irgendwie... Gefällt mir, das wirkt zu stark. Habe ich hier irgendwas, was erst ab Level 11 verfügbar ist? 14. Level 14. Was, ob ich das jemals erreiche? Na gut, dann lassen wir erstmal unsere Ausrüstung so. Und geh jetzt zu Mr. Mackey's... Ding. Das ist dann wahrscheinlich das hier. Gegenstand entfernen, Schlüssel zu Mackeys Einheit. Hä? Warum hörst du auf zu reden? Fersanav. Ich geh nochmal raus und rein. Irgendwie ist die Musik gerade weggegangen. Das gefiel mir nicht. Okay. Sie ist noch da. Hier ist eine Menge Müll. Ich hab's ja gesagt, der ist noch gar nicht so beim Berg, was seine Sammelsucht angeht. Der sammelt ja einfach weiter. Es macht Spaß hier so aufzuräumen. Wir kommen ja gerade wirklich so ein bisschen voran, indem wir hier einfach alles kaputt hauen. So, dann gehen wir mal weiter hoch. Hier geht's nirgends lang. Ah, ich sehe schon.
Warum auch immer hier eine Alien-Sonde drin ist. Ich meine, hier finden wir wahrscheinlich alles auf diesem Müllberg. Gesundheitstrank und Mackies Schlüssel. That does it. Und ich sollte doch noch den PC irgendwo platzieren. Aber ich komme hier gerade nirgends irgendwo an eine besondere Stelle. Betritt Mr. Mackies U-Store und gibt seinen Monitor ab. Achso, hier einfach. Wow. Das habe ich mir deutlich schwieriger vorgestellt. Jetzt kehre ich zu Mr. Mackie zurück und wir haben jetzt ja auch seinen Schlüssel. War ich da oben eigentlich schon mal? Moment. Ich war hier doch jetzt eigentlich schon überall drin. Da ist die Chaoshöhle. Da ist halt so eine Dachluke, sehe ich gerade. Können ja einfach nochmal gucken, ob es hier nicht irgendwo einen Weg gibt, dahin zu kommen. Das habe ich nie probiert, hier gegenzulaufen. So einfach findet man nochmal ein Geheimnis. Dummdi-dumm. Knappenhelm. Yay. Können wir auch hier unten hin? Nein. Das hätte uns ein bisschen Weg gespart. Sehr gut. Ich mag meine SWAT-Ausrüstung. Die wirkt so cool. Dann zurück zu Mr. Mackie. Und ich habe auch den Schlüssel zu Mr. Mackie Schlüssel. Ist wahrscheinlich für sein Haus. Dann möchte ich nur noch wissen, wo das ist. Ich kann ja mal gucken auf der Karte, ob das da angezeigt wird. Das ist das von Kyle, Stan, Cartman, Butters, Mainz. Ich habe ein schönes Haus. Jimmy. Hier steht nichts. Clydes. Craigs. Kevin Stolies. Da steht nichts bei hier. Aber da ist ein Schnellreisepunkt. Achso, weil es das Viertel ist. Okay. Hier sind keine Häuser mehr. Dann wird sein Haus irgendwo bei Mr. Sklave vielleicht auch sein. Ich weiß es einfach nicht. Moment, waren wir schon... Ich glaube, wir waren schon hier im Geheimraum von Schweinewehrmann, oder? Ich habe den ja besiegt. Da habe ich, glaube ich, einen Schlüssel bekommen. War ich hier schon drin? Ja, ach ja, stimmt, hier war ja der Präsidentschaftsraum. Das haben wir alles gemacht. Hallo, Penner. I'll give you a good price. Können wir mal mit dir reden, hast du irgendwas Gutes? Können wir mal Verbrauchsgüter? Ah, nee, auffüllen können wir nicht, weil wir die alle schon haben. Ja, dann nicht. Tut mir leid. Mr. Mackie ist doch jetzt neben der Schule in diesem... Wo ist denn die Schule? Die Schule ist hier unten irgendwo. Ah ja, und dann ist hier Mr. Mackie, oder? Ja, müsste er sein. Dann können wir dabei auch nochmal gucken, ob wir jetzt gerade in die Schule rein können. Denn da müssen wir ja ein bisschen Missionchen machen. Ich möchte mich mal hier mit diesem Nazi-Zombie anlegen. Ja, ja. Zwei habe ich geblockt. Ja, ich habe vom Nazi-Zombie auch irgendwie mehr erwartet. Warum läufst du denn hier rum? Hier laufen Nazi-Zombies rum. Geh ab nach Hause. Schnell. Mach, dass du Land gewinnst. Und der kleine Junge spielt da auch noch mit seinen Autos. Du auch. Lauf. Das ist ein bisschen komisch, dass hier noch normale Leute rumlaufen. Aber an anderer Stelle Nazi-Zombies sind. Aber immerhin sind überall Nazi-Zombies. Ich finde das cool. Did you find out about Taco Bell? Talk to the treasurer. Wo ist Mr. Mackie? Ach, da ist Mr. Mackie. Das ist Mr. Garrison gewesen. Okay, thanks. You threw that away from me. You might be thinking I still have a hoarding issue, but you'd be wrong. Okay. Would you like to be friends on Facebook? Yay! Da 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 da.
Montage! So, gehen wir einfach mal, was sollten wir jetzt machen? Wir sollten... Wir sollten... Ich hab's vergessen, was waren die Hauptmissionen? Ich guck einfach nach. Nonkonformist, kehre zum Elternhaus zurück und beichte von deinen Erkenntnissen nach. Ja, ich war ja in der... im Alien-Lager-Ding. Und hab da ja auch so ein Aufnahmegerät eingesammelt. Mit den Daten der Regierung. So, hallo. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're going to just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Okay, hätten wir das nochmal hier weitergegeben? Wer bist du eigentlich? Just because I'm your friend now doesn't mean you get to screw around. That's the last time Taco Bell fucks with the PTA. The PTA will call on you should we need you again. You did very well today, young man. Kyle is so lucky to have so many nice neighbors his age. All purchases go to... Was hat er denn Schönes? Ah, hier kann ich auch Kram verkaufen. Und dann gucke ich natürlich gleich, was Mr. Mackey hat. Denn ich möchte hier ihn nicht nur ausbeuten. Vielleicht hat er ja was Schönes. Ein Batarang. Das ist cool. Springt auf 5 Ziele über, solange noch 3 übrig sind. Das Ziel beginnt bei einem perfekten Angriff zu bluten. Stab der Riesenmöpse. Mr. Mackey. Ich muss mich fragen, warum sie sowas haben. Käsehandschuhe, Käse. Ich will das Käseset haben. Ich will die ganzen Sets haben. Ich habe hier voll den Sammeldrang. Vermindert die Abwehr des Ziels bei perfekten Angriffe, entfernen zusätzlich 3 Schilder. Gewicht heben, Fähigkeiten fügen 10% mehr Schaden zu und verursacht 10% mehr Schaden durch Wurfwaffen. Nee, tut mir leid. Habe ich hier irgendwas, was ich auffüllen kann? Ja. Ich will halt wirklich so... Ich habe hier voll den Sammeldrang entwickelt. Ja, ich habe 4 neue Freunde. 61 Stück. Das ist mehr, als ich tatsächlich auf Facebook habe. Deutlich mehr. Im Pokémon habe ich jetzt 22 von 30 und Ausrüstung, hier habe ich das Käseset. Käsekostüm. Und ich kann nicht lesen, was da steht, weil Sebi sich gerade putzt. Jetzt hat er sich geschüttelt, als hätte er gemerkt, dass ich ihn angesprochen habe. Okay, da steht gar nichts dazu. Ich dachte, da steht eine Beschreibung. Die Unterhosen, wofür ich die brauche, weiß ich immer noch nicht. Aber, hey, who cares? So, können ja mal hier Schweinebärmann-Klaue kann ich jetzt benutzen. Die perfekt. Moment, da muss ich erstmal gucken. Dass ich eine komplett neue Waffe ausrüsten kann, da habe ich gar nicht dran gedacht. Sebi, jetzt müsste ich gerade lesen können, was da unten rechts steht. Meh. Komm, geh mal ein bisschen runter. Perfekte Angriffe treffen das Ziel und den Feind dahinter. Fügt bei perfekten Angriffen 20% Schaden hinzu. Das ist gut. Hier weiß ich gerade nicht mehr, welche Sachen durch die Buffs, durch die Sticker hinzugefügt wurden, welche normal an der Waffe dran sind. Du erhältst Angriff erhöht nach einem perfekten Angriff. Der Waffenschaden erhöht sich um 3-mal pro Rüstungswert. Perfekte Angriffe treffen ein Ziel und dahinter. Hier ist schon besser. Und ich würde da, nehme ich da Feuer, 50 Feuerschaden oder 80 kompletten Schaden? Was kann ein Frostschaden machen? Kann Frostschaden die Leute einfrieren? Bei Feuerschaden wäre es halt, sie können brennen. Das ist gut und macht nochmal ordentlich Schaden extra. Habe ich hier vielleicht auch irgendwo noch eine neue Waffe? Die ich noch nicht mitbekommen habe. Käsehandschuhe. Ich kann ja mal gucken, ob die überhaupt gut sind. Nee. Ey, ich wollte noch weiter gucken. Manchmal gehe ich zu schnell aus den Menüs raus. Nee. Was haben wir hier? Nee. Das ist alles so nicht so cool.
Verkaufen. Ach, ich hab die Schweine, wenn man Waffe jetzt gar nicht ausrüstet. Wieso und das nicht? Jetzt brennt sie. Das sieht auch interessant aus. Ich behalte mein Schwert aber nochmal. Einfach weil das extrem gut ist und vielleicht ist das hier gar nicht so gut, wie ich dachte. Also das, was ich gerade habe. Will ich das verkaufen? Alles? Nein. Nein, nein, die behalte ich. Mal sehen. Vielleicht ist es einfach nicht so gut. Jetzt können wir auf jeden Fall zu den Nonkonformisten zurück. Okay. Ja, aber das machen wir im nächsten Part. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Der Part ist vorbei. Und ja, beim nächsten Mal dann mit den Nonkonformisten weiter und so. Glaube ich, wenn ich das jetzt nicht verwechsel. Ist auch egal. Das war's auch bald für heute mit mir, euer Vogel. Tschüss.